Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal endlich wieder ein neues Video von mir. Ich möchte euch gleich die Exklusiv-Online-Produkte von Stampin' Up! Vorstellen. Vorher aber noch eine kleine Info. Denn genau auf den heutigen Tag, 9. Februar, bin ich 5 Jahre Demo bei Stampin' Up! Yay! Es ist nicht leicht gewesen. Es war zwischendurch auch so, dass ich öfters mal gedacht habe, nee, wahrscheinlich schaffst du das nicht länger, weil es ist ja auch nicht immer einfach, diesen Mindestumsatz zu erreichen im Quartal. Aber irgendwie hat es doch immer wieder geklappt, vor allem auch, weil ich mein bester Kunde bin. Und ja, ratzfatz sind jetzt 5 Jahre rum und ich bin schon seit 5 Jahren Demo. Ich bastel unglaublich gerne mit den Produkten von Stampin' Up!. Zum einen, weil sie farblich super aufeinander abgestimmt sind. Gerade was Designerpapier und Farbkarton sowie die ganzen Stempeltinten und Farben. Das passt einfach alles super zusammen und es macht unglaublich viel Spaß, damit zu arbeiten. Ich bin auch absolut überzeugt von den Produkten. Ich habe schon viel ausprobiert. Viele Stempel, viele andere Hersteller. Es gibt einige, die auch gut sind, ja, gar keine Frage. Ich persönlich arbeite immer noch selber gerne mit den von Stampin' Up. Aber das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Ich habe inzwischen auch ein kleines Team, also ein klitzekleines Team, und zwar ein Teammitglied, aber trotzdem bin ich sehr stolz darauf. Und Stammkunden, auch das macht mich sehr stolz. Und ja, ich möchte euch jetzt mal noch dazu einladen. Nächste Woche werde ich eine Sammelbestellung aufgeben. Ich zeige euch mal, ich habe was Kleines vorbereitet. 5 Jahre, heute Jahrestag. Nächste Woche am 16. Februar gebe ich eine Sammelbestellung auf. Ihr bezahlt nur 5,50 Euro Versandkosten. Ab einer Bestellung von 150 Euro kostet euch der Versand gar nichts mehr. Da übernehme ich komplett die Versandkosten. Zu jeder Bestellung gibt es eine Nachfülltinte eurer Wahl gratis dazu. Das heißt, wenn ihr vielleicht gerade auch irgendeine Tinte zu Hause habt, wo ihr sagt, da bräuchte ich doch mal Nachfüller, ihr dürft euch die gratis dazu aussuchen. Schreibt es einfach in die Bestellung mit rein. Da ja aktuell auch noch Celebration ist, habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr ab 60 Euro Bestellwert bzw. je 60 Euro Bestellwert euch noch Produkte aus der Celebration aktuell aussuchen könnt und bezahlen könnt ihr per PayPal oder Überweisung. Am 16. Februar gebe ich die Bestellung abends auf. Bis dahin muss eure Bestellung bei mir eingegangen sein. Also ihr schickt mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox. Schreibt mir einfach am besten Artikelnummer und auch den Produktnamen dazu, weil manchmal hat man auch einen Zahlendreher in der Artikelnummer drin. Und wenn man Artikelnummer und Produktnamen dazu schreibt, ist es immer einfacher für mich auch. Und ja, schreibt mir einfach dazu, welche Nachfülltinte ihr gerne gratis dazu haben möchtet. Und ja, zusätzlich lege ich euch noch ein kleines Goodie als Dankeschön mit dazu in das Paket. Genau. Wie gesagt, bis zum 16. Februar muss die E-Mail bei mir angekommen sein mit eurer Bestellung, mit den Wünschen, die ihr gerne habt, beziehungsweise mit den Produkten, die ihr gerne bestellen möchtet. Auch das Geld muss bis dahin bei mir eingegangen sein. Und dann gebe ich am 16. Februar die Bestellung abends auf. Und sobald alles bei mir angekommen ist, verpacke ich das und schicke es an euch raus. Genau, so viel dazu. Dann einmal ein kleiner Flyer zu den Online-Exklusivprodukten, die es ab März gibt. Ihr seht es schon hier, es wird schön farbenfroh und blumig. Das hier, dieser Link funktioniert noch nicht. Das geht erst ab dem 1. März, genauso wie auch dieser QR-Code. Ihr seht, es gibt Papier, so kleine Steinchen, Stempel, Stanzformen, Prägefolder, besonderes Papier und auch
ein Buchstaben-Stempelset. Die Produkte hier unten habe ich mir noch nicht gekauft. Das hier ist besonderes Designerpapier. Hier gibt es 3D-Prägeformen Basics. Es ist ein Dreierpack, also einmal mit Punkten, ich glaube Rauten und so fein wie so strukturiertes Papier. Und dann gibt es noch ein Stempelset mit Buchstaben und Zahlen. Aber das wollte ich mir noch nicht holen, weil ich da noch nicht so ganz genau weiß, wofür ich das verwenden kann. Zumal hier auch so ein paar dabei sind, die ich so gar nicht verwenden würde. Ne, oder auch das hier. Deswegen, weiß ich noch nicht. Ich habe mir das hier geholt, hier oben das. Das heißt Stempelset, Stanzformen, Designerpapier und diese losen Akzente in satinierter Glasoptik. Hier auf meinem Ausdruck kommt das alles nicht ganz so gut rüber. Ich zeige euch das deswegen jetzt direkt live, bunt und in Farbe. So, los geht's mit dem Produktpaket, also Stempelset und Stanzformen. Das Ganze nennt sich Florale Freundschaft. Ihr habt hier schöne Sprüche drauf und ich finde auch die Schrift richtig schön. Ja, es ist nochmal floral, aber ich finde, Blumen gehen ja immer, ne? Und ihr habt hier auch noch so tolle Sprenkel dabei für Hintergründe. Also ich find es richtig, richtig toll. Vor allem auch mal statt einem herzlichen Glückwunsch oder sowas, ne? Oder Happy Birthday hier, alles Gute zu deinem Tag. Das kann man ja auch für verschiedene Anlässe verwenden, finde ich. Dann haben wir hier natürlich ein Gummistempelset. Ja. Und ein paar tolle Stanzformen. Ja, und das hier finde ich auch richtig, richtig toll für Hintergründe. Irene von Irenes Bastelzimmer hat damit ja schon gebastelt. Richtig toll. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich werde damit auch definitiv mal basteln. Logisch, dafür habe ich es mir bestellt. Diesen Kreis hier, der stanzt das Ganze in das Papier hinein. Also er stanzt keinen Kreis aus, sondern stanzt das Motiv in das Papier hinein. Ich guck mal gerade. Und zwar sieht das dann so aus, ne? In das Papier hineingestanzt. Aber da das nur an ein paar Punkten hier fest ist, kann man das dann einfach rausschneiden und dann habt ihr das dann auch lose, dass ihr das lose benutzen könnt. Dann natürlich hier die Blümchen und die Blätter. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dann zeige ich euch mal noch diese Akzente. Ich dachte ja zuerst, es sind. Ich habe die hier gesehen und dachte, wow, die muss ich haben. Ich bestelle mir gleich das komplette Paket. Das komplette Paket aus diesen Artikeln kostet 91,50 €, hat eine Bestellnummer. Das ist natürlich sehr praktisch. Und ich dachte, das hier sind so Perlen. Ich habe hier gar nicht gelesen, was es ist, ne? Es sind lose Akzente. Das heißt, ihr habt hier so eine coole Dose. Und da sind dann eben so kleine, in unterschiedlichen Farben und Größen, so Akzente dabei. Also, was heißt Akzente? Ja, sehen aus wie eben Pailletten. Nee, nicht wie Pailletten, wie na, Strasssteine, ne? So ähnlich. Nur halt in matter Optik und in verschiedenen Größen. Auf der einen Seite sind sie flach und auf der anderen Seite sind sie so leicht erhaben. Genau, nicht wegschmeißen. Also ihr könntet die dann zum Beispiel mit Gludots ankleben. Oder auch mit Flüssigkleber. Mit gutem Flüssigkleber geht das auch. Also richtig toll. Und da ist auch eine Farbe dabei, die wohl wieder zurückkommt, die ich sogar noch hier habe. Und zwar ist das Pfauengrün. Aber genauer Infos kriegen wir da auch erst nächsten Monat. Und dann gibt es noch das Papier. Und das ist mega, mega schön. Ihr seht, es ist in 6x6 Inch, also 15,2 x 15,2 Zentimetern. Ich packe es jetzt mal aus. Hier ist von den Farben her haben wir Osterglocke, Flamingorot, Lagunenblau, ist wohl auch eine alte Farbe, die zurückkommt. Blütenrosa, Pfauengrün und Lindgrün, also richtig tolle Farben, die super zueinander passen.
Und wir haben 48 Blatt. Genau. Also immer vier Blatt pro Design. Das hier ist die Vorderseite und das Motiv ist so schön. Und das Tolle ist halt, dass man das Ganze eben auch selber machen kann mit dieser Embossing-Resist-Technik. Ja, man färbt sich den Hintergrund selbst ein und stempelt drauf und embosst das Ganze mit Weiß zum Beispiel. Oder halt, man embosst zuerst und färbt im Anschluss ein. Also so oder so geht beides. Das ist wie gesagt die Vorderseite. Das hier ist dann die Rückseite. Ich mag das ja, ne? Ich mag das total gerne. Dann haben wir diese Seite, auch richtig schön. Und die Rückseite. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Diese Seite, ne, das ist angelehnt an die Stanzform hier. Die Rückseite. Vor allem sind das richtig tolle Farben, jetzt gerade passend für die Jahreszeit. Es ist zwar fürchterlich kalt, aber die Sonne scheint und das macht direkt gute Laune. Schaut mal, wie toll das hier zusammenpasst. Windgrün und das Pfauengrün. Herrlich. Richtig tolle Farben. Die Rückseite. Dann haben wir das hier als Vorderseite. Kann man natürlich auch wieder selbst machen, ne? Kann ich euch auch gerne mal zeigen, wenn ihr wollt. Das ist die Rückseite. Auch das hier total schön und die kann man bestimmt ausstanzen. Genau, ne? Da passen die Stanzformen drauf. Das ist auch super und das müsste hier bei denen auch funktionieren. Hiermit. Genau, da passt auch die Stanzform auch drauf. Das ist doch super. Hier ist noch die kleinere. Hier kann man dann auch ausstanzen. Ne? Finde ich richtig toll. Das ist die Rückseite. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Oh ja, das Motiv ist auch mega schön. Könnte man sicherlich so ähnlich auch selbst herstellen, wenn man das Produktpaket Filigran Floral verwendet. Und damit dann so, ne, die Embossing-Resist-Technik anwendet. Müsste man einfach mal ausprobieren. Ist bestimmt toll. Dass die Rückseite auch sehr schön. Dann haben wir dieses Design. Auch richtig toll. Gefällt mir einfach absolut mega gut. Genauso wie das. Aber auch die Farbe finde ich super. Ne? Lindgrün ist einfach wunderschön. Genauso. Wie das Muster hier. Oh, ist das toll. Richtig toll. Man könnte sich sie auch einfach einrahmen und an die Wand hängen, ne? Und dann haben wir nochmal dieses Muster, aber halt eben in dem Pfauengrün. Hat man ja gerade eben schon mal. Dann haben wir diese Blümchen. Sind ja so ähnlich wie die anderen, die wir gerade eben hatten. Und auf der Rückseite dieses Motiv. Dann haben wir noch dieses hier auch sehr, sehr schön. Also, oh, mir gefallen einfach alle, ne? Wahrscheinlich muss ich dieses Papier noch mal kaufen. Aber mal gucken, was dann noch kommt Anfang März. Wie gesagt, ihr dürft diese Produkte ab März bestellen. Wir Demonstratoren dürfen die ja jetzt schon bestellen. Wenn ihr natürlich daran denkt, auch einzusteigen, dann dürft ihr dies auch jetzt schon bestellen. Und wie gesagt, also das Papier ist einfach ein Traum. Richtig toll, gefällt mir mega gut. Und damit müssen wir auf jeden Fall basteln. Definitiv. Wenn ihr wollt, wie gesagt, werde ich euch diese Embossing-Resist-Technik zeigen. Oder ihr schaut mal bei YouTube rein. Die ist ja schon älter, diese Technik, da gibt es ja schon ganz viele Videos dazu. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare oder schickt mir eure Fragen per E-Mail. Auch wenn ihr irgendwelche Fragen zum Einstieg als Demonstrator habt,
immer her damit, ich beantworte euch alle Fragen. Ansonsten denkt an die Sammelbestellung in einer Woche. Denkt daran, wenn ihr daran teilnehmen möchtet, gerne. Ich freue mich und ja, somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns und hören uns dann im nächsten Video. Bleibt gesund, bis dahin macht's gut. Tschüss.